Sequenz, komm. Ja. Nein. Hä? Keine Sequenz. Guck mal, Danny Williams. Was ist los? Das ist so strange. Ich frage mich gerade, warum da gerade 16 Minuten stehen. Ach, der hat nur ein Detail angefangen. Ach so, gut. Ja, dann, ja. Ich hatte gerade Angst, sorry. Alles gut. Ich gucke da so drauf. Was? Das macht er manchmal leider. Ja, ja, alles gut. Die Bewertung ist, glaube ich, noch hochgegangen, ne? Nach ja, oben. Für, ja, ja. Für den Trainer, also die Trainerwertung. 71, ja. Also Hunter hat ja 80, ne? Oh! Okay, Leute. Alle für einen, einer für alle, oder? Ja, ja, finde ich gut. Alle für einen, einer für alle? Die drei Musketiere, oder? Oh. Zwei. Zwei. Boah, das war auch schon assi. Unbarmherzig. Das waren unsere Best Friends von Alex Hunter, Mann. Ja, trotzdem assi. Deswegen ja. Du wolltest mich sprechen, Boss? Ja, das wollte ich. Komm rein. Die Premier League. Großer Sprung. Wenn du dich hier durchsetzen willst, musst du noch härter arbeiten und trainieren als in der Championship. Das Talent war noch nie dein Problem, Junge. Was dir fehlt, ist der eiserne Wille. Dir reicht es schon, ein Mitläufer zu sein, anstatt alles aus dir rauszuholen, was geht. Habe ich recht? Hm. Das ist eine böse Ansage. Bist du ein Mitläufer? Geht klar, Boss. Ich war in der Eingewöhnungsphase, der Druck macht mir zu schaffen. Ja, okay. Wollen wir ehrlich sein? Ja. Der Druck macht mir zu schaffen, Boss. Die Premier League ist eine der härtesten Ligen der Welt, Williams. Der einzige Weg, in der Liga zu bestehen und zum Erfolg, ist jeden Tag knallhart an dir zu arbeiten. Dann bekommst du auch Respekt von deinen Kollegen. Du hast es in der Hand. Alles klar, Boss. Aber wenn der Trainer mich mal richtig aufstellen... Okay, ist gut, Williams. Ich rede mit ihm. Aber ich verspreche nichts, okay? Was ist denn mit den Leuten? Raus jetzt. Raus jetzt. Hau ab jetzt, Junge. Was ist denn da los bei Liverpool? Vergeude nicht meine Zeit. You never walk alone. Dennis Karriere retten? Hey, ja klar, oder? Hä, wie, aber was heißt das denn jetzt? Ja, ob wir die jetzt retten wollen. Was machen wir denn jetzt? Ja, natürlich! Spiel Dennis Journey, versuche seine Karriere zu retten. Ja klar, Mann! Ja, aber jetzt spielen wir Alex nicht mehr. Natürlich spielen wir noch Alex, aber später, der ist ja gerade krank. Nehme ich an, oder? Ich weiß es nicht. Oh, das Zimmer. Was wäre denn passiert, wenn wir jetzt Nein. Toll. Ich weiß es nicht. Das Spiel lässt uns ja keine Zeit. Hä? Ah, okay. Gut, das gehört aber zum Kapitel. Wir hätten das jetzt auch einfach auslassen können. Ja, siehst du. Okay, dann machen wir es mit. Dann sind wir jetzt Danny. Hallo, guten Tag. Hallo, ja, geiler Danny-Man. Ich bin der Geilste. Und das nächste Spiel ist im Pokal. Hab eine geile Friese und ich fahre einen VW. Alter, 32, wollt ihr mich verarschen? So, hier, Emmett Warren, der Blick auf die Tabellensituation von Liverpool ist frustrierend. Hashtag Owei. Oh, toll. Sauber, jetzt wo die Spielzeit stimmt, kommen auch bald die Werbeverträge. At the Williams Fully. So, hey, the Williams Footy, schön weitertreffen, okay? Danke, MFG, ein zufriedener Fan. Ashton. So, Ringo schon wieder, super, mach weiter so, dann stehen die Werbepartner bald Schlange, at the Williams Footy. Aber es kommt nicht auf die Kohle drauf an, sondern darauf, was die Fans denken. Genau, so sieht's aus. Ja, Jonathan Nordcroft, gutes Resultat heute Liverpool, the Williams Footy mit brauchbarer Leistung. Mit brauchbarer Leistung. Okay, wichtiges Spiel diese Woche, mal sehen, ob the Williams Footy im Aufgebot steht. So, und Joaquin Gallo. Den kennen wir schon. Du musst einfach nur dranbleiben, The Williams Footy, das Talent hast du. Und hier Jim White, alle Augen sind auf The Williams Footy gerichtet, meine auch, Hashtag Stars im Blickpunkt. Achso, das sind aber noch alte gegen den alten Spiel, das haben wir aber noch nicht gelesen. Oh Gott, ja, aber das müssen wir jetzt, scroll mal runter. Alter. Nee, komm. Ja, tschüss, ne? Ja, es steht immer das Gleiche drin. Ist echt so. Also Statistiken, ein Tor in der Premier League bisher und Wieso können wir uns nicht umziehen? Wir haben keine Klamotten. Wir kriegen alles gesponsert.
Ach ja, wir haben ja gar keinen Adidas-Vertrag. Eben. Und gar keinen Cringe-Cola-Vertrag. Hey, heutiger Trainingsplan. Warum ist Alexander davor? Hä? Der ist doch verletzt. Vielleicht macht gar keinen Sinn. Vielleicht ist er der Torwart. Ich Ach weiß so, ja. Nur in so einem Stuhl einfach, weil er nur sitzen kann. Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Ja, Deacon. Momentan sind wir Auswechselspieler bei Kloppo. Okay. Aber das kann sich ja alles ändern, ne? Das werden wir natürlich, ja, natürlich werden wir es ändern. Die retten jetzt seine Karriere. So, Training beginnen. Wenn wir schon mal dabei sind, erzielen möglichst viele Schüsse. Alles da, kennen wir schon. Auf geht der Spaß, Freunde. Jetzt haben wir gar keinen Thomas Müller dabei. Nee, irritieren. Sind wir wieder alleine. Aber ist ja gar nicht so schlimm. So, Williams muss ja auch üben. Hey, Latte. Williams muss üben. Williams muss üben. Hey, Latte. Williams muss üben. Er hat den Schuss, aber die Zielgenauigkeit mangelt ihm noch. Ja, stimmt, das ist voll anders. Also man kann nicht so schießen wie bei Alex. Nee? Also man kann halt nicht so andrehen und anzirkeln. Das geht bei Alex ein bisschen besser. Oh, das wird aber schwierig, wenn er zurückwechselt, hast du die Steuerung schon wieder anders. Nee, nicht Steuerung. Ich meine, von seiner Leistung her. Also die Schuss- und Steuerung ist dieselbe, weil die Bälle fliegen nicht so wie bei Alex, weißt du? Okay. Also jetzt kommen wir ja langsam rein. Wir kommen warm, wir werden warm und machen den Pfosten platt. Schön. Ich finde, nach dem Pfosten müssen wir nochmal nachsetzen können, aber gut. Ja, stimmt. Wenn du so abprallt, ne? Ja. Aber gut. Weil die Chance ist ja noch da. Okay, exzellent. Ah, sehr gut. Kann man machen, ne? Jetzt hat er Blut geleckt. Alter, wir sind 1,93 groß. Was ist denn mit dem? Hä? Ist er so groß wie du? Nee, kleiner als du, ne? Ja. Aber ich bin ja auch kein Fußballspieler. Leider. Spielst du Basketball? So, müssen wir jetzt mal aus der Luft annehmen, oder was? Anscheinend. Jetzt. Ah. Bam! Wunderbar. Ja, sehr gut. Versuchen wir mal ein bisschen zu zirkeln. Jawohl. Sehr gut. Thomas Müller wäre stolz auf dich. Thomas Müller ist stolz auf dich. Irgendein Spruch mit Thomas Müller. Thomas Müller, keine Postkarte. Schade. Mm. Thomas Müller geht spazieren mit dir. Abendessen mit Thomas Müller. Du stellst Thomas Müller ins Aus. Ja. Hey, Thor. Ja, Training lief doch. Alles super, easy. Super. Aber das, worauf es ankommt, sind dann natürlich die Spiele, jetzt vor allem Pokal, ne? Das wir haben ja ein bisschen schwerer. Eine Aufgabe im Kapitel. Oh. Ja, warte, kriegen wir noch Lob als Danny jetzt? Ich hoffe doch. Bitte, Trainer kosten. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Danke. Super. Hä, Danny kriegt kein extra Lob, obwohl er zweimal Was ist jetzt los? Hä? Oh, Kloppo. Williams, komm mal her. Du spielst von Anfang an im Liga-Cup-Halbfinal-Rückspiel. Wir sind im Angriff zu berechenbar, also probiert der Boss mal was Neues aus. Du machst Witze, ja? Ich mach keine Witze. Das Hinspiel war 0-0. Ein Spiel haben wir noch bis Wembley und du solltest diese Chance nutzen. Eine zweite kriegst du vielleicht nie. Schließlich ist das ja auch genau deine Position. Ja, Danny Williams is back. Oh, Bitches. Findest du mir das geil, dass der Kloppo seit 2 Jahren denselben Trainingsanzug anhat? Ja, ist ein bisschen ekler. Wunderschön. Es ist ein bisschen ekler. Deswegen guckt er bestimmt auch so böse immer. Er kommt nicht raus, er ist festgekrustet. Ja. So, nächstes Spiel. Oh, Gareth Walker und Alex Hunter hatte ich im Poster erwähnt. Oh. Also erstmal, wenn wir heute aus dem Cup rausfliegen, sind Williams Fully, dann weiß jeder, wer schuld ist. Nick Thornton. Wir wollen ja auf niemanden zeigen, Williams. Richtig. Nick Thornton. Hä, was ist das denn? Schwängert die Säuglingsstation. Was? So, Gareth Walker. Du darfst also im Liga-Cup-Halbfinale von Anfang an ran, so Williams Fully. Ganz schroffeln. Alter, Gareth Walker, so ein Pickel einfach. So, Alex Hunter, jetzt kann sie Williams Footy der Welt zeigen, was er drauf hat. Hashtag LC, Halbfinale, Hashtag ich hab jetzt Dreads. Ich hätte nie gedacht, dass wir einen Tweet von Alex Hunter lesen. Das ist sehr strange. Das ist sehr strange. Ja. So, Gaio, keine Frage, wir nehmen den LFL Cup sehr ernst, Hashtag garantiert. Ja, natürlich. So, Maxim McAllen, dieses Jahr geht einiges im EFL Cup, wir sind auf jeden Fall einer der Favoriten, Hashtag traut euch doch. Oh okay. Ja. Madeleine Jackson. Wackelige Form in der Liga, dann lassen wir es doch mal im Pokal krachen. Hashtag Boom.
Hashtags mit Ausrufezeichen, alles klar. Das haben wir schon, ne? Ja, das haben wir schon. Alles genau, klar, ab in das K.O.-Spiel, schön. Alles klar. Das freut einen, ne? Aber warte mal, wir haben Attributenpunkte. Mhm, mhm. Was hätten wir denn da gern? Torjäger, oder? Was hat er die ganze Zeit gemacht? Der hat nichts trainiert. Torjäger? Ja, würde ich sagen. Ja. Und was ist mit Übersicht? Brauchen wir nicht. Vielleicht, erstmal Schüsse waren ein bisschen blöd. Außenrissschuss, das finde ich ganz gut eigentlich. Ja, dann mach es. Ja? Ja, dann mach es. Nee, wobei, Außenrissschuss ist Quatsch. Machen wir lieber Übersicht. Machen wir erstmal beides. Okay, na gut. Machen wir beides. Aber wie sagt er gar nichts einfach? All die Jahre, der hat nichts trainiert. Ja, der kam halt erst aus der anderen Liga, aus dem Championship, ne, wie gesagt. Ja, der muss ja trotzdem mal trainiert haben. Haben wir jetzt hier neue Tweets? Nein. Nee, nein. Weil das wieder da steht. Aber egal. Ah, okay, ja, ja, schön. Also Hinspiel war 0-0, das heißt, es ist nichts gegessen, aber wenn wir jetzt ein Auswärtstor machen, ist natürlich sehr geil. Mm. Sehr geil. Ich bin Senilo. Oh. Er fühlt sich nicht wohl. Wie er auch einfach immer alleine läuft, weißt du? Ja, und er hat Angst. Er hat einfach Angst. Ich verstehe es Wir müssen diese Angstwand jetzt durchbrechen. Es muss einfach sein. Ja, es geht nicht anders. Es muss einfach sein. Gewinne den EFL Cup mit Danny. Mal gucken. Kein Druck. Auswechslung droht. Oh Mann, ey. Achso, gegen Everton ist gar kein Problem. Ja, ist aber auswärts, ne? Also sollte man nicht unterscheiden. Ist auswärts, aber ist Everton. Okay, ist gar kein Problem. So. Wir haben das Selbstbewusstsein. Alles cool. Fuß und Buschmann, die einzigen Kommentatoren der FIFA. Die sind überall in jedem Stadion. Die kommentieren alles. Gleichzeitig. Haben auch den Frauenfußball kommentiert tatsächlich. Die kommentieren wirklich alles, was es gibt. Na gut. Die Fans sind da, wir sind da. Tobi ist auch da. Tobi ist natürlich auch da. Drei Hot Dogs. Vielleicht sogar vier beim nächsten Mal. So. Philippe Coutinho. Zwei Tore im letzten Spiel. Ja, gut. Im Fokus. Press Start to continue. Ja, Danny. Jetzt zählt's, ne? Jetzt zählt. Alter, der ist so angespannt. Das sieht man mega. Der arme Mann. Oh Mann, ey. Ihm fehlt das Selbstbewusstsein. Aber vielleicht kommt jetzt. Er spielt natürlich immer das Selbstbewusstsein. Er tut immer so, als wäre er selbstbewusst, aber versteckt sich dabei eigentlich nur seine eigene Unsicherheit. Und ich würde sagen, wir sind bereit, oder? Zumindest halbwegs. Halbwegs bereit. Wir sind voll bereit. Wir haben Bock. Es geht los. Er hat gerade zwei Skillpunkte investiert. Was soll jetzt noch passieren? Eben, wir müssen jetzt mega geil sein. Besser als alles, was vorher gewesen ist in seinem Leben. Schön, Danny. Wow! Danny. Schade. Das war ein hervorragender Start. Schön Druck machen auf den Ball direkt. Gar nicht lange zappeln lassen hier das gegnerische Team. Die sollen gar nicht erst ins Spiel kommen. Genau so muss das laufen. Sehr gut. Ab nach vorne wieder. Schön, Danny. Super. Damit kommt man halt rein ins Spiel, ne? Also vielleicht die Aufregung ein bisschen flöten. Schade. Hätte er den zweiten Schuss. Hätte er gerade noch rausgeholt, hätte jemand angenommen. Oh. Schade. Ja, weggepflückt, natürlich. Ja, der war auch ein bisschen zu nah am Ja, Trainer. Der war das geschenkt. Ist, kann er einfach runterpflücken, ist ja easy. So, aber so müssen wir weitermachen. Ja. Oh, vorsichtig. Vergiss immer, dass wir mit Danny nicht so direkt pass spielen können. Schön gemacht. Schön abgelegt. Also auf jeden Fall erarbeiten wir uns hier die Chancen. Und das Spiel ist ganz klar auf unserer Seite. Ja, bisher schon, ja. Wir sind hier die Spielmacher. Schön. Sehr gut. Keiner will den Ball, nehmen wir ihn. Oh, schade. Ich hätte gerne mal eine FIFA-Mod, wo die Gegner immer von dem Ball weglaufen. Der brennt einfach, der Ball. Das wäre eigentlich schön. Schnuckel. Kamm. Was ist da los? Ja, tun sich schwer, sind in unserer Seite. Was ist das denn für ein Ball? Alter, Keeper. Also da nicht so Käffchen trinken, Mensch.
So, ja rausgeholt. Ab geht's. Alter, lauf doch nicht in den Ball rein, Danny, Mensch. Komm, ablegen. Ja. Was da? Sehr gut, Danny. Ah, Eckball, oder? Ja, voll. Ich hoffe, sehr gut. Super. Wir sind da, wir sind da. Wir sind auf jeden Fall ins Spiel reingekommen. Oh, der Keeper auch geflippt. Schade. In seinem Schlafanzug. Jetzt geht es natürlich nur mal dann auf die Chancen dann umzusetzen. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh, gefährlich, sehr gefährlich. Ja, das war wirklich gefährlich. Mehr Glück als Verstand war das gerade. Nein, diese Pässe. Oh. Hat aber funktioniert. Ja. Wird auch nicht für lang. Aber mehr. Ach, guck nicht mehr. Gut. Und schon Danny. Und schon Liverpool. Raus damit. Eieieiei. Das Spiel verlagert sich ein bisschen. Das darf eigentlich nicht passieren. Wir müssen es wieder nach vorne treiben. So, Problem ist, vorne ist sonst. Ja, eben. Ja, vorne war keine sonst Ahnung. Niemand. Keine Ahnung, wohin. Oh, da wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich direkt nach unten. So, denk dran, ist Premier League. Nee, ist Pokal. Ach so. Ja, gut. Dann ist ja nicht so schlimm. Oh, schönes Ding. Nein! Oh, vielleicht nochmal runterspielen. Aber was war ein schöner Pass von Williams, schade, muss man sagen. Schade, schade. Danny hat ihn wirklich schön rausgehauen da. Zack. Das war jetzt vielleicht nochmal die Flagge. Ah, schade. Ja, schade. Der Schuss war leider dann zu ungenau. Aber wir sind trotzdem wieder am Start. Hätte man gut auf Williams zurückpassen können und dann rein. Ja, den habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Ja, halb so gut. Was war das denn? Schön, Männer. Ah, schade. Ah, ist er. Aber gut, die erste Halbzeit ging, glaube ich, auf unser Konto. Können wir uns jetzt auch nichts von kaufen, aber... Ja, ja, ja. Ist ja gut, wenn man schon mal mit so einem Gedanken dann in die Kabine geht. Aber die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war... Hat sich gedreht. Ja, ja, hat sich gedreht, aber zum Schluss kamen wir dann wieder nach vorne. Ja, das stimmt. Das war wieder in Ordnung. Müssen nur ein bisschen gucken. Furiose Anfangsphase und zum Schluss dann wieder drin gewesen. Ja, ja. Das war natürlich die Chance schlechthin für die Gegner, ne? Also das war... Wenn der sitzt, dann ist er, sieht er ganz anders aus. Er war mega knapp. Knappes Ding und das natürlich. Gut, dass der nicht drin war. Das war so ein Glück einfach. Das weiß natürlich auch der Kloppo, ne? Kloppo ist not amused. Liverpool, 57% Ballbesitz, also war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wir konnten es leider nicht verwandeln. Aber persönliche Bewertung bisher ganz okay, ne? Also ja, das stimmt. Kann man so machen. Besser als Alex Hunter mit Tor. Okay. Für Leute, die sich beim Fußball nicht so auskennen, wir spielen jetzt auf andere Tor. Das war kein Foul, genau. Okay. Sehr gut. Schade. Schade. Schön schade, vorbeigelaufen. Schade. Das hätte es sein können. Die verlagern jetzt gut. Lass ihn nicht verunsichern, Curry. Nee, nee. Ich probier's. Damit. Raus, Männer. So. Ganz ruhig und ganz... Ganz bedacht einfach. So. Was? Ja, Mann! Was? Was? Alter Schwede! Wie unerwartet kam das denn gerade? Manchmal einfach mal probieren. Wie unerwartet kam das denn gerade an allen vorbei? Lalana. Wer auch sonst? Wer auch sonst? Alter, es ist ein Witz. Lalana. Wer auch sonst? Geil! Wer soll dieses Tor sonst machen? Alter, aber wie geil das Tor auch war einfach. Alter Schwede, ey. Er hätte es gar nicht kommen sehen können. Ja, der Lalana, der kann natürlich die Distanzschüsse da immer rausballern, ne? Das ist Alter ganz schick. Schwede. Und wir führen 1-0 auswärts, Freunde. Ja. Wunderbar, es kann jetzt keine Verlängerung geben, weil die Everton muss jetzt zwei Tore machen, damit sie hier weiterkommen. Meine Fresse. Trainer holt den Danny nochmal ran.
Aber bisher? Oh. Ja, muss gut. Natürlich das Tor noch machen, ne? Ja, das stimmt. Wäre vielleicht nicht schlecht als Stürmer. Aber vielleicht haben wir das Glück, dass Everton jetzt ein bisschen hinten aufmacht, weil sie müssen ja jetzt nach vorne, sie müssen ja jetzt die Tore hier erzielen, ne? Ist ja ganz klar. Aber das heißt auch, dass sie Druck nach vorne machen. Das heißt, man kann sich natürlich nicht darauf ausruhen. Aber das heißt auch, es gibt hinten dann Räume, wenn wir den Ball schnell erobern und dann schnell nach vorne spielen. Ja, es gibt Chancen. Aber ja, sie müssen eigentlich hinten aufmachen, weil sonst haben sie gar keine Chance mehr. Ja eben, sie müssen halt jetzt wirklich das Spiel nach vorne hauen. Ja, sie müssen den Ausgleich schaffen, weil sonst war es das. Ja, vor allem selbst bei einem 1:1, die müssen ja zwei Tore machen, selbst bei einem 1:1 gibt es keine Verlängerung. Ach so, okay. Hä? Oder ein bisschen... Alle leicht verwirrt. Alter! Boah! Was? Alter, der macht fast ein Eigentor! Was war das denn? Hast du es gesehen? Ja! Der Köpfchen da ist. Boah, das wäre so gut gewesen. Tor. Das wäre so gut gewesen. Das hätte ich gerne in Zeitlupe gesehen. Ja, oh Mann. Okay, vielleicht mal auf Danny. Der ist ja natürlich groß. Der kann Kopfbälle machen. Ne? Das stimmt. Nachsetzen. Ah, wir haben jetzt echt alles auf unserer Seite. Also, da muss jetzt schon vieles passieren. Wir haben 20 Minuten noch Zeit. Wobei, wenn sie jetzt hier schnell das Tor machen, dann ist natürlich auch... Der zieht aber auch gut vorbei. Ja, der hat das Tempo. Also außen habe ich das Gefühl, kommt er immer gut durch. Oh, das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Aber jetzt, die kriegen auch jetzt, jetzt müssen wir nach vorne preschen. Die kriegen eine gute Passwertung unter dem Trainer. Nach vorne preschen sieht aber anders aus. Ja, ich wollte eigentlich direkt runter, aber das hat er nicht so angenommen, wie ich das gedrückt habe. Ach, das meinst du mit nach vorne preschen? Ja. Nee, der ist ein bisschen zu ungenau. Ah, jetzt spiele ich wieder ein bisschen zu schnell. Ganz ruhig. Hui, der war aber sehr hoch. Also der war sehr optimistisch. Ja, ja, ja. Oh, Rooney kommt rein. Nicht zu viel Selbstsicherheit. Nochmal ein extra Stürmer. Jenny McCarthy geht raus. Ja, Rooney ist natürlich eine Legende, ne? Also da muss man immer aufpassen vorne. Boah, wie weit die vorne stehen, krass. Aber wie du meintest, wir müssen jetzt ja mehr auf Angriff gehen. Eben. Ah, oh, schade. Wenn der den Hackenpass richtig kriegt. Der ist einfach vorbeigerollt. Nein. Oh, der war noch abgefälscht. Es gibt nochmal Eckball. Ecke. Aber trotzdem, die Zeit läuft noch für uns. Alles gut. Martip geht raus. Ein bisschen neue Verteidigung. Ein bisschen mehr Luft hinten drin. Muss natürlich jetzt sein, ne? Frisches Blut. Ja, eben. Frische Ausdauer. Was? Was war das gerade? War ich habe keine Ahnung. Das war. Es gibt auf jeden Fall Abstoß. Das war sehr merkwürdig. Man scheint sehr verzweifelt. Diese Pässe, der Williams, der kann das noch nicht. Alter! Das war unsere eigene Blödheit irgendwie. Das ist doch Abseits. Das ist kein Abseits? Alter, ich dachte, wir haben Abseits. Krass, dass der so frei steht. Huiuiuiuiui. Das gibt noch eine schöne, knackige Endphase jetzt hier. Das gibt noch mal eine richtig schöne, knackige Schlussphase. Na gut, wäre sonst vielleicht auch langweilig. Ja, aber ich dachte... Krass, ich dachte, der wäre wirklich im Abseits, aber das sieht man leider nicht so ganz. Aber du kamst auch nicht ran, den Ball. Nee, der hat keinen Zugriff. Nee. Überhaupt nicht. Leighton Baines. War gut gespielt, muss man zugeben. Ja. Muss man neidlos anerkennen. Aber ist 90. Minute, ne? Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir es irgendwie runterspielen. Vor allem, wenn du die Tabellenführung ausbauen willst. Jawohl, immerhin. Da. Wir sind weiter, wir sind im Finale. Kann man ja auch mal sagen, ne? Ist ja auch mal schon immer eine Leistung. Ja. Und wenn das Spiel 1-1 zwar nur gespielt, aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Williams ist zufrieden und das ist alles, was zählt. Eieiei. So. Baines, woher kommt der Name so bekannt vor? War das ein Mörder? Bane war ein Bösewicht mal bei Batman. Bane. Das ist Bane, aber gibt es nicht auch einen Baines? Baines. Okay. Keine Ahnung.
Okay. Bin ich jetzt leider überfragt. Ne? Ich weiß nicht, was ich auch mal sagen. Also, ja, schade. Schade. Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, aber es tut mir leid. Finale, schön. Finale. Endlich mal Lalana wieder. Er steht dann noch, ich bin ja der Boss. Ich darf auf dem Rasen, ihr nicht. Ich bewache das Feld, wenn sonst keiner tut. So, die Williams, alles klar, gute Pässe. Ja, und klar, Mitspieler im freien Raum, alles klar, super. Schön. Wertung knapp 8. So, knapp, jetzt aber bitte eine Zwischensequenz 8. zur Belohnung. Oh, das wäre schön. Vielleicht mal ein Lob vom Trainer. Ach, warte. Oder ein Interview. Ja, warum nicht? Von, ne? Nicht-Karen.